Herzlich willkommen hier bei unserem Festakt. So, meine sehr verehrten Festgäste, liebe Mitglieder der Hauerinnung und Freunde der Hauerinnung, herzlich willkommen. Ich will mich an den Grußworten vom Bernhard Lechner anschließen, dem ich gleich danken möchte für seine Bemühungen und für die Moderation dieser Feierstunde. Die Hauerinnung Kremstein, 570 Jahre alt. Wer ist so alt? Und durchgehend betreut worden und auch über die Kriegswirren hinweg ist sie bestehen geblieben. Es steht ein Jubiläum an, also diese 570 Jahre. Nicht einmal Amerika ist so alt. Amerika wurde erst 45 Jahre später gefunden oder entdeckt, wo wir schon vom Wein trinken, das Weintrinken entdeckt haben. Und damit Sie von Beginn an wissen, wer denn die diesjährigen Hütter sind, möchte ganz besonders die diesjährigen Hütter begrüßen. Es ist hier zu meiner Seite, wenn Sie zur Bühne schauen, auf der rechten Seite der Josef Redl, der Erwin Axmüller, die den Stadtteil Stein repräsentieren, der Franz Hilker Junior und der Lukas Hagen, die den Stadtteil Rehberg repräsentieren, und der Leopold Geizenauer und der Florian Stöger, das ist last but not least der Wichtigste, der hat nämlich eine Doppelfunktion, er spielt auch in der Musikkapelle dazu. Ich bitte für ihn um einen besonderen Applaus. Danke vielmals. Ja, lieber Hans Resch, ich möchte gleich mal zu Beginn fragen, seit wann besteht eigentlich die Hauerinnung und welche Hinweise gibt es vor allem dafür? Bitte. Liebe Festgäste, die Hauerinnung besteht seit 1447, aber es gibt schon Hinweise drauf aus 1330. Die Hauerzeche, aus der die Hauerinnung entstand, hat dann am 3. Februar 1447 einen Weingarten gekauft. Und ab diesem Zeitpunkt ist diese Hauerinnung offiziell. Immerhin 1447, also 570 Jahre. Ich muss sagen, meine lieben Besucher, so alt schauen die drei Herren eigentlich noch gar nicht aus. Ja, darf ich fragen, als derzeitige Vertreter, ihr seid ja die obersten Repräsentanten, kann man nur sagen, wer ist der Nachholer dabei? Als Obmann, meine Wenigkeit, Johann Resch, Stellvertreter, Florian Stöger, der sich da hinten hinter einem Instrument versteckt, und der Harrer Ewald, der wo da Obmann Stellvertreter, Harrer Ewald, danke, gell, sind die derzeitigen Vertreter. Vorher war Eduard Felsner war vor mir, 35 Jahre lang hat er die Geschicke der Hauerinnung gelenkt und ich muss ihn immer wieder um etwas fragen, ist so. Und vor diesen 35 Jahren war eigentlich mein Schwiegervater der Hauervater. Er ist leider frühzeitig verstorben, nicht sehr alt geworden, nur 65. Ja, danke. Aber es geht halt nichts über Leute, die viel Erfahrung haben, wie man heraushört. Ja, welche Aufgaben hatte die Hauerinnung in der Vergangenheit? Welche Aufgaben hat sie heute? Und wo siehst du die Aufgaben in der Zukunft? Was hatte die Hauerinnung für Aufgabe? Es gab auch eine Gesellschaft, die guten Wein trinken wollte und hat natürlich dafür gesorgt, dass auch dieser produziert wurde. Und somit war eigentlich die Hauerinnung schon ein Vorreiter der Weinbauschule. Man hat den Winzern gelehrt, wie guter Wein für damalige Verhältnisse erzeugt werden könnte. Und eine weitere Sache ist, auch in Not geratenen Winzern vielleicht weiter zu helfen. Heute haben wir leider wieder so einen Fall, dass unser lieber Freund Dietzkau abgebrannt ist. Vielleicht können wir dort auch helfen. Ja, somit bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, lieber Johann Resch,
für die Information. Ich glaube, das waren einmal die wichtigsten Informationen und ich denke, er hat sich einen Applaus verdient. Dankeschön. Wie ich zum Beispiel gehört habe, hat die Kremser Hauerinnung auch ein eigenes Wappen. Seit wann besteht eigentlich dieses Wappen und von wem wurde das verliehen? Sehr geehrte Weinfreunde und Konsumenten, ihr seid die Wichtigsten und ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute zu unserem 570-jährigen Jubiläum zu kommen. Aber nun zur Frage, ja, es ist richtig, die Kremser Hauerinnung besitzt ein eigenes Wappen. Dieses Wappen wurde 1636, genauer gesagt am 1. August 1636, vom damaligen Bürgermeister von Krems und Stein, zugleich Pfalzgraf Georg Dietz von Dietzenhofen, verliehen. Die damalige Begründung des Pfalzgrafen war die Anerkennung der ersprießlichen Leistungen der Kremser Hauer in Erhebung, Zurichtung, Hauung, Erbauung von Weingärten und ist zugleich mit den Worten St. Pauli, der lieblichen Hauer beider Städte, Krems und Stein, 1636. Kannst du vielleicht kurz erklären, wie denn dieses Wappen eigentlich ausschaut? Kann man das irgendwie beschreiben oder den Leuten sichtbar machen? Ja, das Wappen besteht aus einem goldfärbigen Hauptschild, das mit grünen Rosmarin umgeben ist. Innerhalb des Kranzes sind die Worte St. Pauli, der lieblichen Hauer zu beider Städte, Krems und Stein, 1636 zu lesen. In der Mitte des Schildes ist ein schwarz-weiß gefleckter Ziegenbock, der gerade an reifen Trauben an einem Weinstock nascht und die besten von oben genommen hat, indem er auf den Hinterbeinen gestanden ist, sozusagen als Qualitätskontrolle. Ja, zu guter Letzt darf ich dich noch fragen, du bist da der Erfahrenste in der Runde, wie ich gehört habe, welche Symbole hat die Kremser Hauerinnung und sind da überhaupt noch welche in Verwendung? Ja, da ist einmal die Ihnen allen sicher bekannte Zunftfahne, die zu Prozessionen von Leichnam in Krems und Stein getragen wird, Erntedank in Rehberg. Diese Zunftfahne war zu 550 Jahrfeier genau 200 Jahre alt und hat natürlich dann schon einiges an Verschleiß gehabt. Deshalb ist die Original jetzt im Weinbaumuseum. Und dann haben wir noch die Paulusstatue, die um 1520 angeschafft wurde und ebenfalls mit Reben geschmückt zu den Fronleichnamstagen und in Rehberg am Erntedank mitgetragen wird. Wie ist eigentlich dazu gekommen, dass die Kremser Winzer ihren eigenen Weinheiligen haben? Bitte. Ja, vorerst einmal herzlichen Dank für die schöne Umrahmung, für die schöne Gestaltung da beim Brunnen. Ja, die Frage werde ich dementsprechend flott beantworten. Warum gibt es den heiligen Paulus als Schutzpatron von unserer Innung, nicht den Urbanus? Es wurde schon erwähnt, das hat gegeben die Pauli-Zeche, die 1330 gegründet wurde. Und da haben wir von unserer Innung eben den heiligen Paulus als unseren Zunft-Weinheiligen auserkoren und den tragen wir auch bei Veranstaltungen mit. Eine für den Schutz des Treibengutes wichtige Funktion in der Vergangenheit und auch heute noch sind die sogenannten Hirter. Und da kommen wir mit dieser Frage eigentlich jetzt zum zweiten Punkt, neben der 570-Jahr-Feier dieser kleinen Feierstunde. Die Hirter, was haben die Hirter eigentlich in der Vergangenheit gemacht? Und gibt diese Funktion auch heute noch? Kann man das vielleicht ein bisschen erklären, bitte? Ja, die Vergangenheit hat natürlich gebracht, dass die Hirter die Vertrauenspersonen der Winzer waren. Sie wurden von der Stadtregierung angelobt und waren als Feldschutzorgane in der Zeit, wo die Nachkriegszeit eher weniger zu essen war, da, um die Weingärten zu kontrollieren, um das Traubengut ebenfalls für die Winzer sicherzustellen. Die heutige Zeit bringt natürlich viel Tradition mit. Wir sind draußen unterwegs als Weinbotschafter. Wir wollen mit den Touristen über das Produkt Wein, den Kremser Wein, den Trauben sprechen, ihnen erklären,
wie eigentlich die Vegetation im Weingarten abläuft, warum wir Winzer in den Weingärten die Arbeit das ganze Jahr verrichten. Die Leute sollen natürlich mehr wissen, als nur ein Glas Wein zu trinken, sondern auch ein bisschen einen Hinweis auf die Produktion, auf die viele Arbeit, auch bei den Temperaturen, die wir heute haben, in den Weingarten zu stehen, um eben eine gute Qualität einzubringen. Magister Erich Breudl ist Direktor der neuen Mutterschule in Langenlois, hat Volkskunde studiert und ist eigentlich der Gründer, für die, die es noch nicht wissen, des Freilichtmuseums Germanisches Gehöft in Elsan. Lieber Erich, ich darf dich bitten. Danke. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich einiges über die Hirter erzählen darf. Herr Bürgermeister, herzlich willkommen. Der Hauervater ist verschwunden. Da ist er, der spricht mit der Musik. Liebe Hirter, ja, ich freue mich, dass ich euch ein bisschen Information mitgeben darf. Zum Beispiel, wie sich die Hirter in früherer Zeit und auch heute noch auszurüsten haben. Normalerweise wird dieser Wermutbuschen am Hut getragen. Ja, das gehört unbedingt dazu, ein Hut, damit sind sie auch erkenntlich. Die Marke hat der Kollege schon drauf, also die beeidete Wache. Was noch dazu gehört, ist ein Stecken. Nicht, weil es so alte Männer schon sind, sondern ein Stecken, das ist eigentlich noch der Rest einer Waffe, weil früher wurde eine Hütterhacke mitgetragen oder eine Pistole, das wurde aber in der Zwischenkriegszeit verboten, oder ein Degen mitgetragen, heute nur mehr ein Stecken, da habe ich einen gesehen, ja, das ist so ein typischer Stecken für die Weingartenhüter. Und sie waren auch noch ausgestattet mit einem Feldstecher, damit sie das Weingebirge besser überblicken konnten. Bitte einen ja, sehr gut, hervorragend, gut vorbereitet. Eines haben wir noch, was vielleicht auch noch fehlt. Habt ihr ein Horn oder ein Hütterpfeifferl mit? Nein. Herr Bürgermeister, das ist dann eine Aufgabe für Sie, nämlich das die Kontrollfunktion. Das war früher immer so, ein Pfeifferl oder ein Hütterhorn. Da musste der Bürgermeister oder irgendein, na, man tut ja normalerweise delegieren, der Stadtamtsdirektor wird es machen wahrscheinlich. In der Nacht, wann gepfiffen wurde, dreimal mussten die Hüter antworten, damit man gesehen hat oder gehört hat, dass sie auch wirklich im Dienst waren oder ob sie geschlafen haben. Das ist die Sache. Also ein Pfeifferl besorgen. Vor allen Dingen, Herr Bürgermeister, den Herrn Stadtamtsdirektor mit einem Pfeifferl ausstatten. Das, glaube ich, gibt es da am Festgelände zu kaufen. Ganz wichtig ist auch noch das Zeichen der Weingartenhut im Landboden, wo ich also herkomme. Straß der Gegend, haben wir einen Hüterbaum aufgestellt. Das war so in den waldärmeren Gegenden nicht üblich. Einen Hüterbaum mit einem Wipfel und da ist auf einer langen Schnur eine Distel heruntergehängt. Diese Distel ist ja bekanntlich stachelig und die soll alles Böse von den Weingärten abwehren. Der Schlüssel ist auch eine wichtige Funktion. Die Weingärten wurden nämlich wirklich geschlossen vor der Lese. Es durfte niemand in den Weingarten hineingehen. Auch die Hauer selber nicht. Es ist hier in der Wachau, hat man also wirklich mit Toren das Weingebirge abschließen können. Das war bei uns am Landboden nicht so leicht möglich. Da hat man symbolisch die Wege abgeschlossen mit einem Andreaskreuz aus Holz und da ist auf den Spitzen sein Hätscherl oben gesteckt, also eine Hagebutte. Und das hat für den Fremden bedeutet, da darf ich jetzt nicht hineingehen, weil die Weingärten sind geschlossen. Und in manchen Gegenden haben wir sogar die Weingärten zugeschossen mit einem Kanonenschuss und dann bei der Lese wieder aufgeschossen. In der Südbankgegend war das zum Beispiel üblich, dass man die Weingärten wieder betreten durfte. Übrigens weiß wer, also es darf eigentlich niemand eine Weintraube wegnehmen, nur eine Ausnahme gibt es. Wer weiß das? Bitte? Ja, na, noch lesen schon, aber vorher. Schwangere Frauen. Habt ihr das nicht gewusst? Ja, dann müsst ihr euch merken. Schwangere Frauen dürfen 3 Weintrauben essen. Sie müssen aber die Stingel dann unter dem Stock legen. Wie ihr feststellt, ob die Frau schwanger ist oder nicht, das ist eure Sache. In den Weingartenhütten oder in den Hirterhütten war es natürlich lustig, auch manchmal draußen, sie haben ja draußen übernachten müssen. Ich hoffe, ihr werdet das auch machen. Und manchmal haben sie auch Damenbesuch bekommen, die Hirter. Aber das wäre was Neues, ja.
Es war nur so, ich habe noch einige alte Hirter wirklich interviewen können und zu diesem Thema haben sie kaum was gesprochen. Da haben sie nobel sich zurückgehalten, also da haben sie nichts gesagt dazu. Ja, die Hirter wurden natürlich mit der Zeit irgendwo nicht mehr so notwendig. In den 60er, 70er Jahren ist eigentlich die wirkliche, sind die Hirter mehr oder minder abgekommen und Gott sei Dank lebt diese Tradition in vielen Gemeinden wieder auf. Und die Hirterhütten werden als architektonische Symbole wieder hergerichtet. Und da findet man wunderbare Sprüche auf diesen Türen. Ohne Bier und ohne Wein, da mag der Teufel Hirter sein, steht bei uns an der, in Straße an der Tür. Oder ein bisschen abgewandelt, bei hartem Brot und saurem Wein, da mag der Deichsel Hirter sein. Ja, in diesem Sinne, die Musik hat gesagt, ich darf nicht über 10 Minuten reden. Stimmt's? Ja. Ich war mal Politiker früher ein bisschen. möchte ich auch schon wieder enden. Bedanke mich für die Einladung. Ich wäre schon heiser, ja, das ist ein guter Hirter. Ich glaube, du bist der beste Hirter. Ich habe noch nach Hause zu fahren, ja. Ich sage danke, dass Sie zugehört haben und wünsche den Hüttern ja, eine angenehme Hutzeit ohne Probleme. Und übrigens, angelobt sind sie normalerweise immer worden um Lorenzi. Das ist der 10. August, wann die Trauben reif werden. Heuer habe ich schon am 1. August reife Trauben gegessen. Also hätte es eigentlich schon länger in Dienst sein sollen. Ich wünsche euch allen viel Erfolg bei eurer Arbeit. Und ja, die Kontrollfunktion, Herr Bürgermeister, bitte wahrnehmen. Alles Gute, danke fürs Zuhören. Prost! Die Geschichte der Stadt ist untrennbar mit dem Weinbau und dem Kulturgut Wein verbunden. Und der Wert der Weinkultur wird einem erst so richtig wieder bewusst, wenn es so eine Katastrophe oder eine Tragödie wie heute gibt, wo ein 700 Jahre alter Lehenhof Opfer von Feuer und von Flammen werden. Und nicht wiederbringbares Kulturgut, das hier auch gesammelt wurde, neben dem materiellen Schaden dann auf immer vernichtet worden ist. Wir wissen aber alle um den Wert des Weines und der Weinkultur. Und wir haben das auch als Stadtgrenze in unserem Stadtentwicklungskonzept 2030 definiert, dass wir 2030 als Ziel uns setzen, die Weinhauptstadt von Mitteleuropa und dem gesamten Donauraum zu sein. Wer darf denn Hirte werden? Soviel ich gelesen habe, dürfen das nur rechtschaffene Männer in guter körperlicher Verfassung und Kenntnis von den Rieden und den ganzen Fluren. Und heute sind eben 6 solcher Männer, ich habe sie kontrolliert mit Augenschein, vielleicht nachher dann auch bei der Trinkfestigkeit noch in wirklich guter körperlicher Verfassung. Und ich wünsche Ihnen jetzt euch allen schon viel Erfolg bei euren Aufgaben und schön, dass diese Tradition in der Stadt Krems so großartig weiterlebt. Sie sehen also, ich glaube, Sie haben einen guten Überblick bekommen, dass dieses Amt nicht nur eine lustige Sache ist, sondern wirklich ein würdevolles, ehrenvolles Amt, das auch mittels Feldschutz in seinem Landesgesetz rechtlich gedeckt ist. Herr Bürgermeister, darf ich nun bitten, die Personen, die du hier vorfindest, aufzurufen. Die mögen dir die Eidesformel in die Hand geloben und zu unterschreiben, bitte. So, als erstes darf ich aufrufen den Leopold Geizenauer und ich lese mal für alle die Eidesformel vor. Die Eidesformel heißt, ich gelobe die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen Gesetze der Republik Österreich und des Landes Niederösterreichs gewissenhaft zu beachten und meine Aufgaben als Feldschutzorgan unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, sowie das Amtsgeheimnis zu wahren. Krems an der Donau, 25.08.2017. Ich jetzt Florian, ich darf dir den Ausweis für den Dienst als Feldschutzorgan übergeben. Alles Gute. Thank you.
Okay. Alles Gute in deinen Ausweis, bitte. Alles Gute. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank dem Bürgermeister der Stadt Krems, Dr. Reinhard Resch. Ich sehe, er kriegt für die Tätigkeit, wird er für den Hüter gleich optimal betreut, kriegt ein gutes Glasal Kremser Wein. Ja, damit sind wir nunmehr am Ende unserer Veranstaltung angekommen. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken für Ihr Interesse. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein wenig gefallen. Als Hauervater, sogenannter Hauervater, darf ich mich bei allen bedanken, die mitgewirkt haben. Bernhard Lechner, der darf mich bedanken für die Moderation. Bei der Musik, der darf mich bedanken, dass sie gespielt haben. Und bei allen, die gekommen sind, herzlichen Dank und einen schönen Abend. Und wir sehen uns beim Weinstand Kremser Wein auf ein Glasl Wein. Danke.